willkommen in der Sendung, bei der sich alles darum dreht, wie man super Sachen ganz leicht mit den Fingern hinbekommt. Ich bin Steve. Und ich bin Fern. Und das werden wir gleich alles machen. Bei den Leckerfinger-Tipps zeigen wir euch, wie man solche coolen Schoko-Eisbananen machen kann. Dann seht ihr noch, wie viel Spaß man beim Gesichtertausch haben kann. Und mit unseren Fingertips-Ballonraketen könnt ihr danach voll durchstarten. Und wenn ihr euch nicht alles merken könnt, dann nehmt die Sendung doch auf. Oder ihr geht auf unsere Internetseite. Dort gibt's eine Auswahl an Tipps. Ihr könnt natürlich auch alles mitschreiben. Das ist der Zwei-Hälften-Hai. Was würden wohl eure Freunde sagen, wenn dieser Hai durch euren Schrank oder eure Zimmertür kracht? Ihr glaubt möglicherweise, der Hai ist schwer zu basteln, aber da täuscht ihr euch. Mit etwas Fingerspitzengefühl ist das eine Kleinigkeit. Ich finde ja am besten, dass alles, was man dafür braucht, in so einen Umschlag reinpasst. Das ist doch unglaublich, oder? Tja, und wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut her. Das ist alles, was man dafür braucht. Den großen Umschlag auch. Und den müssen wir auch gleich als erstes bearbeiten. Auf jeden Fall sollte er die Größe A3 haben und die Klebelasche muss abgeschnitten werden. Als nächstes falte ich die Ecke hier so nach oben. Die muss ungefähr bis zur Hälfte des Umschlags reichen. Dann befestige ich die Faltnaht mit einem langen Stück Klebeband, denn sonst wackelt das alles so rum. Jetzt mache ich dasselbe mit der gegenüberliegenden Ecke. Die beiden sollten etwa gleich lang sein, also ungefähr bis zur Hälfte. Und dann mit Klebeband befestigen. Der Teil hier vorne zwischen den beiden umgeknickten Ecken wird nachher unsere Hainase. Sieht unser gefräßiger Freund nicht gruselig echt aus? Wenn ihr soweit seid, macht ihr den Umschlag auf und stopft ihn mit zusammengeknülltem Zeitungspapier voll. Macht aber nur so viel Papier rein, wie ihr braucht, um eine schöne, feste Haikopfform hinzukriegen. Und das Schöne an solchen Umschlägen ist, dass sie wirklich ganz einfach zu füllen sind. Du darfst weitermachen. Danke dir. Also das, was jetzt kommt, ist etwas schwieriger. Dafür benötigt ihr so einen Pappteller hier. Den packt ihr hier oben auf die Öffnung des Umschlags. Und jetzt klebt ihr ihn fest. Dafür mache ich einen Klebestreifen hierhin. So. Und der kommt dahin. Und keine Sorge wegen des Randes, der hier rund um die Öffnung drüber steht. Denn den können wir noch gut gebrauchen. Das zeige ich euch aber erst nachher. Und jetzt machen wir den unteren Teil unserer Haischnauze. Dafür brauchen wir einen kleineren Umschlag in Größe A4. Bei dem muss auch wieder die Klebelasche abgeschnitten werden, aber diesmal, wenn sie geschlossen ist. Damit schneidet man auch einen Teil des Umschlags ab. Und wenn das erledigt ist, falten wir die Ecken wieder so, wie zuerst bei dem großen Umschlag. Aber diesmal muss die Schnittkante bis zum Ende des Umschlags gehen. Was jetzt kommt, ist etwas schwieriger, denn wir brauchen noch eine zweite Faltnaht. Dafür knicken wir diese Ecke hier ungefähr bis zur anderen Faltnaht genauso um. Dann befestigen wir sie wieder mit Klebeband. Mit der anderen Ecke machen wir es auch so und die sollte dann genauso lang sein. Das hätten wir. Dadurch haben wir jetzt diese leicht runde Form vom Haikiefer und wenn ihr damit zufrieden seid, ist der Haikopf wieder dran. Sehr freundlich von dir und dann greift ihr euch den Kiefer, packt ihn unter das Maul und klebt ihn fest. Und ich mache jetzt das Hinterteil von unserem Fingertips Zwei-Hälften-Hai. Dafür ist ein weiterer A3-Umschlag nötig. Und wie beim ersten Umschlag schneide ich wieder die Lasche ab. Und daraus mache ich eine Kegelform. Aber passt auf, dass ihr hier an der Seite einen ungefähr so großen Abstand lasst. Jetzt falte ich den Umschlag so bis zum anderen Ende und befestige den gefalteten Teil mit Klebeband. Mhm, das hätten wir. Dasselbe mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. Dabei lasse ich, wie gesagt, hier dieses Stück frei. So, wieder bis ganz zum anderen Ende. Und auch den Teil befestige ich mit Klebeband. Wenn bei euch jetzt noch so eine Ecke übersteht, faltet sie um den Umschlag rum und klebt sie auch wieder mit Klebeband fest. Das sieht dann ordentlicher aus. Jetzt sieht man hier an diesem Umschlag dieses kleine Loch. Da kommt dann später die Schwanzflosse rein. Als nächstes stopfen wir in den offenen Umschlag wieder Unmengen von zerknülltem Zeitungspapier. Und zwar bis er ganz voll ist. Und jetzt greift ihr euch einen mittelgroßen Pappteller, den ihr hier oben drauf mit Klebeband befestigt. Inzwischen habe ich auch die Schwanz- und die Rückenflosse aus Karton ausgeschnitten. Die Schwanzflosse ist erst in das Loch geschoben und dann mit Klebeband befestigt worden. Die kleine Flosse habe ich hier auf den Rücken geklebt. Jetzt könnt ihr noch den ganzen Hai in Papiermaché einwickeln. Dafür nehmt ihr Zeitungspapierfetzen, die ihr mit einer Mischung aus Wasser und Bastelkleber auf den Hai klebt. Und wenn ihr damit fertig seid, lasst ihr alles über Nacht trocknen. Wenn der Hai getrocknet und so fest wie der hier ist, kann er angemalt werden. Und wenn ihr nochmal nachsehen wollt, wie das mit dem Zwei-Hälften-Hai geht, seht doch einfach mal auf unserer Internetseite nach. Die Adresse zeigen wir euch wie immer am Ende der Sendung. Klickt einfach auf Fingertips, dort findet ihr auch ein paar Vorschläge, wie ihr euren Hai bemalen könnt. Wie wär's mal mit Gelb oder mit Grün? Ihr könnt natürlich auch in solche Naturzeitschriften gucken, da sind oft sehr gute Haibilder drin, die man als Vorlage verwenden kann. Und ich male schon mal. Ja, mach du das. Also wenn ihr auch mal den Fingertips Zwei-Hälften-Hai versuchen wollt, seht ihr euch entweder das Video davon an oder ihr geht auf unsere Internetseite. Ansonsten holt euch jetzt Papier und Bleistift für die Zusammenfassung.
faltet einen A3-Umschlag so, dass er die Kopfform eines Hais annimmt. Dann stopft ihr Zeitungspapier in den Umschlag und klebt einen Pappteller oben auf die Öffnung. Jetzt macht ihr aus einem A4-Umschlag das Haimaul. Danach nehmt ihr einen weiteren A3-Umschlag und faltet daraus einen Kegel. Und auch der Umschlag wird mit Zeitungspapier vollgestopft. Dann klebt man wieder einen Pappteller drauf. Jetzt noch eine Schwanzflosse und eine Rückenflosse dran und schon kann der Hai bemalt werden. Jetzt sollte der Hai ungefähr so aussehen. Der sieht doch scharf aus, oder? Ihr könnt natürlich auch kleine Babyhaie aus A4 und A5 Umschlägen machen. Oh, ich habe euch doch versprochen, dass ich noch verrate, wofür der überstehende Rand gut ist. Der macht es noch einfacher, die zwei Hälften des Hais dahin zu kleben, wo er eurer Meinung nach durchschwimmen soll. Denn beim Minutenspiel basteln wir immer etwas, was nicht länger als eine Minute dauert. Und zwar mit Dingen, die ihr wahrscheinlich bereits zu Hause habt. Und diesmal bastel ich wieder. Und ich stoppe die Zeit. Das ist alles, was dafür nötig ist, nicht mehr. Und das ist wieder mal nicht viel. Und das reicht dennoch. Aber es ist trotzdem eine tolle Sache. Und vielleicht kriegt ihr raus, was es ist, während sie es bastelt. Kann es losgehen? Ich warte doch nur auf dich. Also der Countdown läuft. Auf die Plätze. Fertig. Du fängst aber nicht jetzt schon an. Natürlich nicht. Also gut, dann leg los. Als erstes schütte ich etwas Reis in ein Stück Frischhaltefolie. Naja, kann ruhig etwas mehr sein. Vielleicht auch sehr viel mehr. Und noch etwas. Jetzt drehe ich die Folie so zusammen. Die ersten 10 Sekunden sind um. Na, wenn du das sagst. Danach schneide ich alles ab, was hier oben übersteht. Als nächstes ist der Luftballon dran. Von dem schneide ich jetzt das Ende ab. Gleich 20 Sekunden. Wenn man ordentlich arbeiten will, dauert das eben seine Zeit. Jetzt stülpe ich den Luftballon über mein Reissäckchen. So, das hätten wir. Ups, ich krieg meinen Finger nicht mehr raus. 25 Sekunden sind vergangen. Na und, mir macht ein bisschen Druck gar nichts aus. So, und jetzt noch einer. Und der kommt hier drüber. 30 Sekunden sind um. Stopp die Uhr! Oh. Das hättest du nicht gedacht, oder? Was hältst du davon? Du solltest erst mal verraten, was das ist. Pass mal auf, wenn man dafür die richtigen Farben nimmt, hat man lustige Glubschaugen. Und wenn du davon 3 Stück hast... 1, 2, 3. Kannst du anfangen, mit ihnen zu jonglieren. Sie sind billig und einfach zu machen. Und sie sind tolle Geschenke, mit denen man sich ewig beschäftigen kann. Mal sehen, wie lange du durchhältst. Gar nicht so schlecht. Also versucht doch auch mal die Uhr zu schlagen und macht euch eure eigenen Fingertipps-Jonglierbälle. Jetzt sind wir wieder bei den Lecker-Fingertipps, wo wir euch immer einige besonders witzige Rezepte vorstellen, die nicht nur leicht zu machen, sondern auch noch echt lecker sind. Und diesmal verbinden wir bei den Lecker-Fingertipps den Geschmack der heißen Tropen mit der Kälte der Arktis. Und es geht genauso leicht wie das A, B, C. Wir probieren diesmal ein Schokoladen-Bananeis-Lolli. Dafür brauchen wir erstmal eine Banane. Die muss erstmal geschält werden. Die Schale könnt ihr jetzt wegwerfen. Vorsichtig! Jetzt steckt ihr einen Eisstiel in die Banane. Wie ihr seht, geht der Stiel ganz leicht in die Banane rein. Leider geht der Stiel auch genauso leicht wieder raus. Wie kann man dieses Problem lösen? Mit dem Gefrierfach. Steckt die Banane also ins Gefrierfach und wartet ab. Und nach ein paar Stunden im Gefrierfach könnt ihr sie rausnehmen. Jetzt ist sie hart und kalt. Und sie sitzt fest auf dem Stiel. Das war jetzt das A und auch das B. Und jetzt machen wir uns über das C her, die Schokolade. Und die sollte jetzt schmelzen. Ich zeige euch auch gleich, wie das am einfachsten geht. Man braucht dafür heißes Wasser, das man ganz vorsichtig in eine große Schüssel gießt, bis sie ungefähr viertelvoll ist. Das dürfte reichen. Danach... Nehmt euch eine mit Schokolade gefüllte Schüssel, die aber nicht ganz so groß sein sollte. Macht so viel Schokolade rein, wie ihr wollt. Die packt ihr jetzt ganz vorsichtig in das Wasserbad. Das hätten wir. Jetzt muss ich nur noch umrühren, bis die Schokolade schmilzt. Wenn sie dann geschmolzen ist, sieht sie ungefähr so aus. Und da drin darf die Banane jetzt baden. Und damit unsere gefrorene Banane leichter eintauchen kann, füllen wir die ganze Schokolade in ein hohes Glas um. Banane in Startposition. Auf die Plätze und fertig und los geht's. Sie springt rein und kommt wieder raus. An ihr klebt die Schokolade fest. Jetzt noch eine Pirouette und nun noch ein Bad in den Zuckerstreuseln. Darin darf sie sich richtig wälzen. So. Und schon ist sie fertig.
Die warme Schokolade kühlt ziemlich schnell auf der gefrorenen Banane und auch die Zuckerstreusel halten perfekt. Ich bin ja sowas von begeistert. Nicht so schnell, mein Freund. Du hast jetzt schon übers ABC geredet, aber hast du nicht das D vergessen? Ach, das D, steht hier für sehr delikat. Also versucht euch doch auch mal an diesem fantastischen Leckerfingertipp. Das lohnt sich wirklich. Oh, wie schrecklich. Ich glaube, ich habe etwas von Steven an mir. Und ich habe etwas von Fern an mir. Mit der heutigen Fernsehtechnik ist dieser Trick überhaupt kein Problem. Aber keine Panik, wenn ihr gerade kein Fernsehstudio zur Hand habt. Weil wir euch hier bei den Technik-Fingertipps zeigen, wie ihr das Ganze auch ohnehin bekommt. Dafür sind nur Karton und ein paar Zeitschriften nötig. Boah, das ist besser. Als erstes solltet ihr entscheiden, wessen Gesicht ihr so extrem verändern wollt. Natürlich habe ich mich für meinen lieben Freund Steven entschieden. Man braucht dafür ein Foto von jemandem, der gerade ausguckt und dem nicht zu viele Haare im Gesicht herumhängen. Jetzt klebt ihr es auf ein Stück Karton, macht selbstklebende Plastikfolie drauf und schneidet das Ganze aus. Und wenn das erledigt ist, sind die Zeitschriften dran. Und da müsst ihr euch Gesichter raussuchen, die euch direkt angucken. Von denen schneidet ihr jetzt die Augen, Münder, Nasen, Ohren und Haare aus. Wenn ihr die habt, klebt ihr sie wieder auf ein Stück Karton, damit sie stabiler sind und schneidet sie fein säuberlich aus. Und wenn das fertig ist, könnt ihr mit dem Technik-Fingertipps-Gesichtertausch anfangen. Steven kriegt erstmal hübsche Mädchenaugen, eine riesige Nase und richtig volle Lippen. Oder wie wär's mit einem großen und einem kleinen Auge und einem echt breiten Grinsen? Und wie gefällt euch das Auge? Ist das nicht ein süßer Silberblick? Macht doch mal einen kleinen Videofilm mit euren lustigen Gesichtern. Dafür müsst ihr die Kamera immer wieder kurz ein- und ausschalten. Passt aber auf, dass die Hände nicht im Bild sind. Wenn ihr nicht wollt, dass die Bilder verwackelt sind, stellt die Kamera auf ein Stativ. Ein Fernauslöser macht sich dabei auch sehr gut. Mann, ist das eine Nase und wie der lächelt. Ganz schön schräg. Jetzt sieht er nach oben. Oh, endlich lächelt er wieder. Und eine schöne Nase und diese schönen blauen Augen. Und wenn ihr einen Computer habt, könnt ihr es auch daran ausprobieren. Dafür ladet ihr euch als erstes ein Bild von euch oder einem Mitglied eurer Familie auf euren Computer. Wenn ihr das dann getan habt, könnt ihr mit einigen Programmen Gesichter auseinanderziehen. So wie ich das hier gerade mache. Ihr könnt die Fotos natürlich auch verkleinern. Ungefähr so. Oder ihr macht sie noch größer. So etwa. Das war wohl ein bisschen zu groß. Ich mach's lieber etwas kleiner. Das reicht. Mein Fingertipps-Programm hier kann wirklich coole Sachen machen. Damit kann ich Fern eine neue Frisur verpassen. Ich probiere gleich mal ein paar Frisuren durch. Mal sehen, was passt. Vielleicht, ja, die sieht doch gut aus. Jetzt kriegt sie noch neue Augen verpasst. Die sehen doch klasse aus. Oh ja, das sind die richtigen. Ja, die passen. Vielleicht noch eine neue Nase? Ja, die ist doch niedlich. Oder wie wär's mit der hier? Ja, die ist perfekt. Jetzt fehlt nur noch der Mund und fertig ist die absolut neue Fern. Fantastisch! Und wenn ihr das auch mal wollt, findet ihr unsere Fotos auf unserer Internetseite. Dann braucht ihr nur noch ein Grafikprogramm. Aber versprecht mir eins, lasst uns bitte nicht zu doof aussehen. Hey Leute, ich sagte doch nicht zu doof. Und jetzt folgt ein Ballonrennen. 5, 4, 3, 2, 1, Abschuss! Ja! Ich hab gewonnen! Ja! Oh yeah! Du warst weit weg. Ich lag eindeutig vor dir. Du hast höchstens den letzten Platz gewonnen. Erzähl das deiner Oma, ich hab gewonnen. Damit basta. Du hast keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Nein, nein, nein. Hallo, entschuldigt mal. Raus, geht raus, verschwindet. Los, raus hier, verschwindet. Echte Spielverderberin. Wenn ihr wissen wollt, welcher weitergeflogen ist oder länger in der Luft war oder wer wirklich gewonnen hat, das erfahrt ihr hier bei den Lernspiele-Fingertipps. Dem Teil der Sendung, wo wir spielend etwas lernen können. Wir werden die Kraft des Ballons untersuchen und noch ein Rennen veranstalten. Vorher zeigen wir euch natürlich auch noch, wie ihr die Ballons bauen könnt und wie ihr eure luftbetriebenen Raketen auch länger auf Kurs haltet. Dafür sucht ihr euch als erstes eine Schnur und ein Strohhalm. Aber achtet darauf, dass die Schnur leicht durch den Strohhalm geht. Jetzt verknotet ihr das eine Ende am Zielpfosten und der ist da, wo ihr ihn haben wollt. Dann führt ihr den Strohhalm einmal über die ganze Schnur, damit ihr keinen heimlichen Knoten überseht. Und wenn mit dem Seil alles in Ordnung ist, ist der Ballon dran. Also blast ihn auf. Allerdings verknotet ihr ihn jetzt nicht. Ihr wickelt den Ballon nur um einen Bleistift und verschließt das mit einer Wäscheklammer. Das sieht dann ungefähr so aus. Und jetzt klebe ich unseren Strohhalm hier so auf die Mitte unseres Ballons, sodass er gut ausbalanciert ist. So, das hätten wir. Und wenn das erledigt ist, kann die Wäscheklammer entfernt werden. Aber haltet den Ballon gut zusammen, sonst entweicht die Luft zu früh. Jetzt müsst ihr die Schnur nur noch stramm ziehen und euer Ballon kann losfliegen. Yeah! Gar nicht übel. Aber jetzt will ich euch noch eine schnellere Rakete vorstellen.
Sie ist einfach, sie ist hochmodern und sie ist perfekt ausgereift und sie kann nicht mehr verbessert werden. Verbesserung Nummer 1? Angelsehne ist einfach besser. Keine Reibung. Verbesserung Nummer 2? Hier fliegen zwei Ballons und nicht nur einer. Ich habe an den Strohhalm ein Stück Karton gemacht und daran die zwei Ballons befestigt. Verbesserung Nummer 3? Das Aussehen. Hier unten hängt noch ein kleiner Pilot dran und oben sind ein paar schicke Bänder. Das reicht, es geht ja wohl nicht ums Aussehen. Wer ist schneller? Lass uns die Ballons starten. In die Startposition. 5, 4, 3, 2, 1 und Abschuss! Ja! Wuhu! Egal, ob ihr eure Ballonrakete schön macht oder nicht, zeigt, was ihr mit diesem Fingertipp drauf habt und veranstaltet so ein Rennen. Und bei der nächsten Sendung müsst ihr euch schön lang machen für den Fingertipps Streckschnapper. Das sieht nicht nur lecker aus, das ist lecker. Aber was würdet ihr sagen, wenn ihr erfahrt, dass es ein Kuchen ist? Wir zeigen euch, wie das geht. Außerdem zeigen wir euch noch, wie ihr eine wasserfeste Wasserbombe oder Farbbombe bauen könnt. Aber das war's erstmal mit Fingertipps. Und wenn ihr etwas davon nachmachen wollt, schaut doch mal auf unserer Internetseite vorbei. Und wir sehen uns bald wieder für noch mehr Fingertipps. Bis bald. Wir sehen uns. Macht's gut.